Maskeregen ist ein Pokémon mit den Typen Käfer und Flug, existiert seit der dritten Spielgeneration und ist die letzte Entwicklungsstufe von Gewaia. Der Maskeregen ist ein mittelgroßes, insektenähnliches Pokémon, das leicht blau, hellrot, weiß und violett erscheint. Das Pokémon hat einen schmalen Körper, der sich aus zwei Teilen zusammensetzt. Am hinteren Rundbereich wachsen vier kleine rautenförmige Flügel in zwei Paaren. Der Flügel bzw. die Beinflügel und der größte Teil seines Körpers sind leicht blau gefärbt. Sein Gesicht dagegen ist hellrot. Der vordere Bereich, der auch das Gesicht enthält, ist ebenfalls rund und läuft lang und spitz in die Höhe aus. Das Antlitz besteht aus den beiden kleinen runden Augen, die aus schwarzer Lederhaut und weißen Pupillen bestehen. An den Seiten des Kopfes sind die großen halbrunden Antennen zu erkennen. Sie weisen ein Muster auf, das großen Augen mit hellroter Lederhaut, weißen Iriden und violetten Pupillen gleicht. In der Shiny-Form ist der Torso leicht grünlich gefärbt und die Antennen haben ein Augenmuster mit dunkelgrüner Lederhaut und gelben Iriden. Maskeregen zeichnet sich durch relativ ausgeglichene Fähigkeiten aus, aus denen jedoch seine speziellen Angriffsfähigkeiten positiv hervorstechen. Maskeregen ist ein virtuoser und beweglicher Flieger, der sich mit seinen vier Flügeln wie ein Hubschrauber in alle Richtungen bewegen kann, auch seitwärts und rückwärts. Durch kräftiges Schlagen seiner Flügel entfacht es verschiedene Attacken des Flugtyps wie Luftschnitt oder Windschnitt. Auch Attacken wie Unheilböen oder Wirbelwind machen sich dieses zunutze. Ebenfalls gehören spezielle Käferangriffe wie Silberhauch und Käfergebrumm zu seinem Repertoire. Es teilt sich mit anderen Falter-ähnlichen Pokémon die Attacke Falter-Reigen, die seine speziellen Fähigkeiten sowie seine Geschwindigkeit erhöht. Beide Fähigkeiten, über die Maskeregen verfügen kann, machen sich das einschüchternde Augenmuster auf seinen Antennen zunutze. So senkt Bedroher die Angriffskraft von Feinden, während sie bei der versteckten Fähigkeit Anspannung verschreckt keine Beeren verspeisen können. Maskeregen bewohnt wasserreiche Grasgebiete wie die Route 3 in Kalos oder den Malie-Ziergarten in Alola und teilt sich diesen Lebensraum mit seiner Vorstufe Gewaia, welche zu den Wasser-Pokémon gehört. Es schüchtert potenzielle Angreifer mit dem Muster seiner Antennen ein, welches wie düster dreinblickende Augen aussieht. Gelingt dies dem Augen-Pokémon nicht und wird es durchschaut, flieht es mithilfe seiner kunstfertigen Flugfähigkeiten. Maskeregens Fühler fungieren zudem als empfindlicher Radar gegenüber Luftfeuchtigkeit und sorgen diese leicht auf. Bei nahem Regen hängen sie daher schlapp herunter und vermitteln den Eindruck eines traurigen Gesichts. Auch seine Flügel sind empfindlich gegen den Regen, weshalb es sich an Schlechtwetterlagen bewegungslos in Baumhöhlen verbirgt. Kommt die Sonne hervor, streckt es seine Flügel in die Sonne, um zu trocknen. Dabei ist Maskeregen der zweite Teil der zweistufigen Entwicklungsreihe und entwickelt sich aus Gewaia. Die Entwicklung wird dabei in den Spielen auf Level 22 ausgelöst. Vor der Entwicklung erinnert die Erscheinung des Pokémon an einen Wasserläufer. Danach wendet er sich zu einem mottenähnlichen Wesen mit augenähnlichen Mustern auf seinen Antennen, welches für Feinde einschüchtern wirken soll. Auch bekommt Maskeregen vier Flügel, die ihm ermöglichen, wie ein Hubschrauber in jede Richtung zu fliegen. Es verliert dabei den Wassertypen, seine Vorentwicklung, und gewinnt dafür den Flugtypen hinzu. Demnach ändert sich auch die Typenschwäche im Vergleich zur Vorentwicklung. Demnach ist Maskeregen immun gegen Bodenattacken, nimmt Viertelschaden gegen Pflanzen- und Kampfattacken, halben Schaden gegen Käferattacken, doppelten Schaden gegen Feuer-, Elektro-, Eis- und Flugattacken, vierfachen Schaden gegen Gesteinsattacken und der Rest macht normalen Schaden.